Zur Zeit des Propheten lebte ein Waisenjunge, der das Land hinterlassen bekommen hatte. Dieser Junge wollte eine Mauer um dieses Grundstück errichten und kam an eine Stelle, an welcher eine Palme seines Nachbarn stand. Anstatt die Mauer um die Palme herumzubauen, was die Mauer instabil machen würde, fragte er seinen Nachbarn, ihm diese eine Palme zu überlassen, damit er eine gerade Mauer errichten konnte. Aber sein Nachbar lehnte ab. Der Waisenjunge sagte ihm, du hast doch so viele andere Palmen, diese eine kannst du doch verschmerzen. Warum gibst du mir sie nicht, damit ich meine Mauer gerade ziehen kann? Aber der Mann lehnte ab. Also ging der Junge zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und beklagte sich darüber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ den Nachbarn kommen und sagte zu ihm, gib deinem Bruder diese eine Palme. Aber der Mann lehnte ab. Vielleicht war er wütend darüber, dass sich der Junge beim Propheten beklagt hat. Er sagte, das ist mein Haq, das ist meine Palme, ich werde sie ihm nicht geben. Und dem weisen Jungen liefen Tränen in die Augen. Er hatte keinen Vater mehr, der für ihn spricht. Sein Vater war verstorben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte seine Autorität nicht einsetzen, da es sich um den Haq seines Nachbarn handelt. Der Prophet sagte, gib deinem Bruder diese Palme und du bekommst das Paradies. Der Mann sagte, ich will es nicht. Er war wütend und sagte, ich will es nicht und stand auf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war sprachlos. Womit kannst du eine Person locken, wenn sie das Paradies ablehnt? Kannst du ihr etwas Größeres bieten? Welches Angebot ist besser? Unter den Anwesenden war der großartige Gefährte Abu Dahdah radiallahu anhu. Er kam näher zum Propheten und sagte, Ja Rasulullah, wenn ich diese Palme abkaufe, bekomme ich dasselbe Angebot? Der Gesandte Allah sagte, Ja. Abu Dahdah radiallahu anhu besaß ein schönes Grundstück in Medina, das jedermann kannte, mit 500 Palmen, einer Wasserquelle und einem Haus darauf. Das war ein schöner Besitz, aber auch sein ganzer Besitz. Doch als er diesen Vergleich vor sich hatte und dafür das Paradies bekommen würde, sagte er zu Abu Lubaba, dem Nachbarn des Jungen, kennst du mein Grundstück? Der Mann antwortete, gibt es irgendjemanden in Medina, der dein Grundstück nicht kennt? Das heißt, dass dieses Grundstück sehr bekannt war. Und Abu Dahdah radiallahu anhu sagte zu ihm, möchtest du diese eine Palme von dir gegen mein gesamtes Grundstück eintauschen? Es gehört dir für diesen einen Baum. Abu Lubaba dachte sich, hast du den Verstand verloren? Bist du betrunken? Was ist los mit dir? Er forderte die Leute auf, sei Zeuge über dieses Geschäft. Nachdem der Tauschhandel vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vollzogen wurde, überließ Abu Dahdah dem weisen Jungen die Palme und wandte sich zum Propheten. O Gesandter Allahs, steht für mich bereits eine Palme im Paradies? Für ihn war das Paradies eine Realität, etwas Greifbares. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie viele volle Palmen sind bereits jetzt in Jannah für Abu Dahdah? Wie viele volle Palmen sind bereits jetzt in Jannah für Abu Dahdah? Der Überlieferer sagt, der Prophet hat diesen Satz nicht einmal wiederholt, nicht zweimal. Er wiederholte diese Worte so lange, bis Abu Dahdah die Versammlung verließ. Wie viele volle Palmen sind bereits jetzt in Jannah für Abu Dahdah? Daraufhin ging Abu Dahdah zu seiner Frau und seinen Kindern und rief sie herbei, sie sollten hinauskommen. Er wollte nicht einmal ins Haus gehen und er sagte zu ihnen, kommt von diesem Land herunter. Seine Frau sagte, warum sollen wir vom Land herunterkommen? Abu Dahdah sagte, ich habe es für eine Palme in Jannah verkauft. Und darüber gibt es keinen Zweifel, meine Geschwister. Wenn du einen Baum im Paradies hast, wirst auch du im Paradies sein. Und als Abu Dahdah dies zu seiner Frau sagte, wie hat sie wohl reagiert? Hat sie ihm vorgeworfen, wie sie denn in Zukunft leben sollten? Hat sie ihm Vorwürfe gemacht über den Kaufpreis oder das Geld, was sie verloren haben? Wollte sie überhaupt die Details kennen? Welche Palme und wie konntest du 500 Palmen für eine eintauschen? Sie sagte, Allahu Akbar, welch blühender Handel, o Abu Dahdah, und fing an, ihre Kinder vom Land zu tragen und durchsuchte ihre Taschen. Sie nahm alle Datteln, die ihre Kinder in den Taschen hatten, heraus und sagte, die gehören uns nicht, die sind nicht für uns, die sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Meine Geschwister, so nah haben die Aufrichtigen vor uns das Paradies wahrgenommen und so haben sie alles aufgeopfert, um das Wohlgefallen Allah zu erlangen. وذق بالمتاب رحيق الطيور